Tja, Freunde, willkommen zurück zu Sam und Max. Ich würde sagen, wir verhaften jetzt mal den Präsidenten. Freelance Police, Sie sind verhaftet. Freelance Police? Ich liebe diese unabhängigen Bürgerwehren. Sie haben Amerika groß gemacht. Endlich mal jemand, der unsere Berufung zu würdigen weiß. Das war kein Witz. Sie sind verhaftet. Oh, ihr könnt mich nicht verhaften. Dämlicher Oberbefehlshaber. Fürchtet er uns denn nicht? Glauben Sie mir, Mr. President, das geschieht nur zu Ihrem Besten. Nee, laut den Bestimmungen des Secret Service darf ich das Oval Office nicht verlassen. Sie sind immer noch verhaftet. Wir können Ihre Geschäfte mit einem Minimum an Blutvergießen wieder in die richtige Bahn bringen, wenn Sie... Wo trägt der Kleine seine Waffe? Darüber sollten Sie besser nicht weiter nachdenken, Sir. Kommen Sie wieder zu sich, Mr. President. Sie wurden hypnotisiert. Ha! Ich wurde nicht hypnotisiert. Das ist doch völliger Unsinn. Sie müssen uns glauben, Sir. Sonst sind wir gezwungen, drastischere Maßnahmen zu ergreifen. Erzählt mir nichts von drastischen Maßnahmen. Oder wurdet ihr schon mal auf einem Parkplatz vor einer Drogerie von einer Bande zu allem entschlossener Bisamratten überfallen? Oder musstet ihr eurem besten Kumpel schon mal das Bein abnagen, um an seine Socken zu kommen, die ihr euch dann über die Ohren gezogen habt, um euch vor den tödlichen Schallstrahlenwaffen des Feindes zu schützen? Hey, das war kompletter Unsinn. Ich bin beeindruckt. Mhm, ich auch. Okay. Wir sind bereit fürs Übersetzen. Prima, dann legen wir mal los. Mr. President, meine amerikanischen Mitbürger. Ich stehe heute hier, um vor einer schrecklichen Gefahr zu warnen, die unser Land bedroht. Die Limo-Sucht. Zahllose Limo-Abhängige, unter ihnen auch ich, sind gefangen im endlosen Teufelskreis aus Sucht und Entzug, bis sie schließlich keine Hoffnung mehr für sich sehen. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest, Jungchen, aber du hast mich schon überzeugt. Gute Arbeit! Ich frage Sie, wie lange sollen wir dieser Epidemie noch tatenlos gegenüberstehen? Was hat er gesagt? Er hat gesagt... Oh je. Ich glaube, wir machen erstmal das, was er wirklich sagt. Wie lange sollen wir dieser Epidemie noch tatenlos gegenüberstehen? Epidemie? Was für eine Epidemie? Na, die Limo-Sucht, Sir. Bis 2010 werden 4 von 5 Kindern Limo-abhängig sein, was katastrophale Auswirkungen auf das Abwassersystem unseres Landes haben wird. Was hat er gesagt? Die Epidemie der antriebslosen, missmutigen Teenager. Das ist wirklich ein Problem. Ich mache diese Videospiele dafür verantwortlich. Oh, oh. Was hat das denn mit dem eigentlichen Thema zu tun? Ich glaube, er ist verwirrt. Fangen wir nochmal von vorne an. Okay. Ja. Die Gefahr schätzen. Ich frage... Ja, er hat... Also, die Epidemie tatenlos zu sehen. Wie lange sollen wir dieser Epidemie noch tatenlos gegenüberstehen? Ich höre hier immer nur Epidemie. Was denn für eine Epidemie? Das Bro. Was hat er das da. Irgendwas über Limosucht, bla bla oder so, war nicht wichtig. Hört sich nach so einem kontroversen und teuren Hilfsprogramm an. Er sagte, hört sich nach so einem... Ich habe gehört, was er gesagt hat. Seid ihr euch sicher, dass ihr auch alles richtig übersetzt? Schieb uns nicht die Schuld zu. Du hast doch schließlich die Sprachschwierigkeiten. Versuch es nochmal von vorne, Stulli. Wo war ich? Okay. Ach ja, richtig. Limo-Sucht. Wie lange sollen wir... Wie war das? Er hat gesagt... Vielleicht müssen wir was anders kombinieren. Wann gibt es hier endlich einen Drink? Ah, da hätte ich was. Eine eiskalte Orangenlimo. Da schwöre ich drauf. Nein, ich will nichts zu trinken. Ich darf nicht schwach werden. Aber ich bin so durstig und eine Dose schadet ja nichts. Eiskalt und super lecker. Ich hab so gut durchgehalten. Morgen hätte ich mein 5 Wochen Clean-Up-Zeichen bekommen. Irgendwie tut er mir fast leid. Aha. Ich habe kein Gewissen, Sam. Was ist deine Ausrede? Da steht Zuckerwasser drauf. Oh, gesegnete Engel der Kohlensäure, erfüllt mich mit eurem süßen Nektar. Irgendwie fühle ich mich jetzt eher angewidert als schuldig. Immer her mit den Dingern. Mehr, ich brauche mehr. Ich muss aufs Klo. Wo geht's zum Klo?
Wo geht's zum Klo? Och, ganz einfach. Durch die Tür da hinten und dann nach rechts. Auf der Tür zur Toilette ist ein Porträt von Albie Johnson. Halt! Sag erst deinen Spruch. Ich brauche eine kleine Auszeit. Das wird sicher nicht lange dauern. Jetzt habe ich's kapiert, Freunde. Ein ziemlich unruhiger Bursche, nicht wahr? Wo war ich? Ach, wie lang? Die Limo sucht. Passt auf, der braucht den Drink. Ich hätte gern noch eine Limo. Kein Problem, Limo haben wir jede Menge. Ja, mehr! Oh ja, das tut gut. Ich habe schon wieder vergessen, wo das Klo ist. Wo geht's zum Klo? Okay. Hier. Wo finde ich den Lagerraum? Gleich hinter der Tür da, aber... Oh, danke. Wo wollen Sie denn hin, hm? Ich muss da ganz dringend rein. Oh. Wir haben hier eine größere Angelegenheit im Oval Office. Nein, ich muss nur klein. Ich bringe den Verdächtigen jetzt in den Verhörraum. Kommen Sie bitte mit, Sir. Das geht auch ganz schnell. Bitte, ich muss ganz dringend. Oh nein. Das war lustig. Okay, ich habe da nicht alles mitbekommen. Was hat er gesagt? Okay, wir sind den Typ los. Lagerraum. Schnell! Ich glaube, der Lagerraum lässt sich nur in Kriegszeiten öffnen. Was? Ach, immer dieser blöde Frieden. Ah je, okay. Kriegs... Wie machen wir Krieg? Red mal mit dem Präsidenten nochmal. Hallo, Mr. President. Sie wurden hypnotisiert, Mr. President. Sie müssen wieder zu sich kommen, zum Wohl Amerikas. Papalapap, ich bin gesund wie ein Ochsenfrosch. Er ist verrückter als ein Mongole mit Hämorrhoiden und einer Jackblutallergie. Reden bringt uns hier nicht weiter, Sam. Ich hol schon mal den Schlagring. Habt ihr gesehen, Freunde? Da hinten steht, ich hatte keinen Sex mit dieser Frau auf dem Wahlplakat. Nur weiter so, Mr. President. Okay, wir müssen hauen. Ja, Mann. Es ist zum... Moment. Jetzt wird mir einiges klar, wir müssen den eine verpassen. Zeit für eine kleine Kontrolle der Verfassungsorgane. Max, könntest du das übernehmen? Aber gern! Hey, schaut mal, Jungs, meine Fingerspitzen sehen aus wie kleine Kaulquappen. Oha! Die Präsidenten sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Das ist nicht der Präsident, Max, das ist nur eine Puppe. Oh ja, die Aufziehschnur am Rücken hätte vielleicht ein erster Hinweis sein können. Der erste Hinweis hätten seine Augen sein müssen. Ich habe ihn für einen Hypnotisierten gehalten, dabei war er ein Hypnotiseur. Hä? Irgendjemand hat ihn dazu benutzt, die Fernsehzuschauer zu hypnotisieren. Aber wer kontrolliert ihn? Das wird Tage dauern, den Geruch aus dem Verhörraum zu bekommen. Was? Was habt ihr da angestellt? Er war schon so, als wir angekommen sind. Sam ist schuld. Diese beiden Trottel haben also den Präsidenten umgelegt. Bei der Massage ist etwas daneben gegangen. Es waren Ninjas. Sam ist schuld. Die Quoten für die letzte Ansprache des Präsidenten waren allerdings noch schlechter als die der Wiederholungen von Großstadt-Cowboys. Ich wollte den Präsidenten eigentlich noch nicht ersetzen. Aber diese Idioten haben das leider nötig gemacht. Wir stehen direkt vor dir. Und wir können hören, was du sagst. Es ist Zeit für einen Anführer, dem die Leute zuhören müssen. Agents Jackson, Burr, Lediger Yembe, wir ändern den Plan. Phase 2 der Operation beginnt sofort. Ich mache den neuen Kandidaten bereit. Okay. Nicht die Reaktion, die ich von einem Secret Service Agenten erwartet hätte, der zwei Personen über die enthauptete Leiche des Präsidenten gebeugt vorfindet. Woraus diese Puppe wohl besteht? Kann ich sie behalten? Dafür ist jetzt keine Zeit, Max. Wir müssen den... Was ist das für ein Geräusch? Bitte was? Ach du bierbäuchiger Buddha mit Brezeln, Bommelmütze, Lederhose und Brauerdiplom. Ja! Sie haben Amerikas beliebtesten Präsidenten reanimiert. Ich dachte immer, Taft wäre kleiner gewesen. Nicht doch Taft, du Depp. Meine amerikanischen Mitbürger, ich bin Abraham Lincoln. Wie ihr sicher wisst, wurde euer Präsident kürzlich von zwei geheimnisvollen Übersetzern ermordet. Aber habt keine Angst.
Ich bin zurück, um unser Land durch diese schwere Zeit zu führen. Eine Stimme für mich ist eine Stimme für Abraham Lincoln. Ich geh ran! Wer bitte? Aha, Lincoln Memorial. Hydraulik- und Roboimplantate, ja. Okay, ich verstehe. Wir kommen. Verwählt? Das war der Commissioner, Max. Sollte dieser Mecha Lincoln die Wahl gewinnen, können die bösartigen Mächte, die ihn kontrollieren, die gesamte freie Welt vernichten. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Darum wird auch einer von uns als Kandidat gegen ihn antreten müssen. Du durftest eben ans Telefon gehen. Okay, da ist was dran. Max, wir werden dich zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten machen. Was? Ja. Da war doch ein Stern hingeklebt. Was? Freunde, was geht hier ab? Max kann doch nicht Präsident sein. Er ist nur ein verdammter Hase. Der abgetrennte Kopf des Präsidenten. Das ist der abgetrennte Kopf des Präsidenten. Ich würde ihn gern mal hochhalten und ein paar Leute in Stein verwandeln. Dazu bräuchtest du aber den Kopf der Medusa. Ach, stimmt. Ich verwechsle die beiden immer. Okay, was haben wir hier? Ein Rednerpult. Leier. Das ist Lincolns Wahlkampfflyer. Ich brauche dich. Ehrlich, pflichtbewusst, über ein Jahrhundert an Erfahrung. Abraham Lincoln ist der richtige Mann für den Job. Ich glaube, wir brauchen so einen. Sehr schön. Freunde, den werfen wir bei Sybil in den Partnervermittlungsordner. Das sind die Konzeptkarten für Lincolns Rede. Ich bin froh, dass ich noch ein weiteres Leben erhalten habe, das ich meinem Land opfern kann. Man kann ein Übel nicht mit einem anderen bekämpfen. Okay. Sind nur zwei, oder? Ich bin froh, dass ich noch ein weiteres Leben... Okay, wen haben wir hier? Superblocko und? Wer wohl die Wahl gewinnen wird? Ich würde auf Lincoln setzen. Der ist schließlich ein ganz harter Bursche. Sehr witzig. Ah, das ist kein Superblocko. Okay. Hallo Amerika, ich bin's, Max. Denk daran. Eine Stimme für mich ist eine Stimme für Wohlstand, Eifer und die Herrschaft meiner pelzigen, weißen, aber auch eisernen Faust. Vielen Dank. Okay. Die Kisten können wir nicht anklicken. Lincoln. Mr. Lincoln, als Mitbewerber für das Amt des Präsidenten würde mein Kumpel Max gern mit Ihnen über die wichtigsten politischen Themen diskutieren. Gefolgt von einer hasserfüllten Schlammschlacht. Verstehe. Nun, das kommt etwas unerwartet. Es ist ja allgemeinhin bekannt, dass ich der beliebteste Präsident aller Zeiten bin. Daher war ich davon ausgegangen, dass es keine Gegenkandidaten gibt. Ach ja, so toll bist du nun auch wieder nicht. Ich habe die Sklaven befreit. Ich war der Star einer beliebten TV-Sitcom. Ich bin auf jedem Penny. Ich war im Fernsehen. Gentlemen, können wir das nicht wie Erwachsene in einer ruhigen, sachlichen Debatte ausdiskutieren? Nun gut, der Demokratie zuliebe bin ich einverstanden. Es ist ein wunderschöner Tag hier vor dem Weißen Haus. Gleich werden wir mehrere Diskussionsrunden sehen, die im Zuge dieser plötzlich nötig gewordenen Wahl ausgestrahlt werden. Für die Republikaner tritt eine riesige sprechende Statue von Abraham Lincoln an. Als Kandidat der Partei für wahllose Gewalt und Zerstörung tritt das hyperkinetische, hasenartige Wesen Max an. Sam wird als vollkommen neutraler Moderator dieser Veranstaltung fungieren. Die Kandidaten scheinen bereit zu sein. Hören wir also mal rein. Freunde, die Kisten sind dafür da, dass Max sich draufstellen kann. Seid gegrüßt, elender Pöbel. Ich werde Amerika einen. Mir schwebt ein Amerika unter einem Herrscher vor. Einem Herrscher mit eiserner Faust. Ein Hase, ein Gesetz. Andersdenkende und Regimekritiker werden nicht geduldet. Max wird über alle wachen. Okay. Erdlinge, der Tag des jüngsten Gerichts steht kurz bevor. Ich habe einen Traum, Amerika. Zu Anfang spiele ich in einer Nackteiskunstlaufproduktion von Tod eines Handlungsreisenden, aber ich habe mich nicht vorbereitet und kann meinen Text nicht. Dann fängt es plötzlich an, Marshmallows zu regnen, aber das ist in Ordnung, denn die Bäume bestehen aus Vollkornkeksen und Schokoladentafeln wurden als offizielle Währung eingeführt. Ich glaube, dass wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, dieser Traum Realität werden kann. Mr. Lincoln,
Sagen Sie uns bitte, wie Sie die Familie innerhalb der Gesellschaft sehen. Gerne. Eine starke Stellung der Familie ist das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft ruht. In der heutigen Zeit mit ihren aufgemotzten, pferdelosen Kutschen und den anstößigen Magazinen mögen viele Ehrlichkeit und Treue als veraltet ansehen. Ich aber sage voller Stolz, dass ich meiner wundervollen Frau Mary Todd seit über 140 Jahren treu bin. Ich habe einer anderen Frau niemals auch nur hinterher gesehen. Okay. Mr. Lincoln, die Fernsehsender hätten gerne einen kurzen Ausschnitt für die Abendnachrichten. Könnten Sie wohl eine kleine Rede halten? Vielen Dank. An diesen Tag wird man sich noch in Jahrhunderten erinnern. Heute ist der Tag, an dem wir Amerika wieder zu seiner alten Größe verhelfen. Ich stehe hier auf den Stufen des Weißen Hauses, aber nicht über den Menschen, sondern zu ihnen. Nur ein Mann kann unsere Nation durch diese schweren Zeiten führen. Ich, Abraham Lincoln, bin dieser Mann. Es ist nun Zeit zum Handeln. Vielen Dank. Ich habe im Prinzip doch genau das Gleiche gesagt. Okay. Also wegen dem hier, wegen dem Stellenwert der Familie, habe ich schon einen Plan, Freunde. So, es ist Zeit für unsere Blitzrunde. Mr. Lincoln, ich werde einige der schwierigen Probleme nennen, mit denen unser Land konfrontiert ist. Erklären Sie den Wählern bitte mit einigen prägnanten Worten, wie Sie zu diesen Problemen stehen. Gut. In Ordnung. Meine Antworten werden allerdings etwas freier sein. Denn ich war auf eine Sachdiskussion nicht vorbereitet. Okay. Wie wollen Sie das Problem der Endlagerung des Giftmülls lösen? Ich bin froh, dass ich noch ein weiteres Leben erhalten habe, das ich meinem Land opfern kann. Lincoln vertraut erneut auf seinen altgedienten Wahlkampfslogan, der dem Publikum zu gefallen scheint, sich aber offenbar nicht weiter auf seine Umfragewerte auswirkt. Wie stehen Sie zur Vereinbarkeit von Religion und Schule? Ich bin froh, dass ich noch ein weiteres... Lincoln verträumt, was ich... Wir brauchen also solche Schilder. Wie sehen Ihre Steuerpläne für den einfachen amerikanischen Bürger aus? Ich bin froh. Lincoln weicht der Frage mit seinem bewährten Wahlkampfslogan zu gefallen. Tja. Das reicht fürs Erste. Immer her mit den Fragen. Ich bin bereit. Okay, also bei diesem hier... Auszeit. Max muss mal für kleine Präsidentschaftskandidaten. Ich bin völlig trunken von der Macht und das drückt mächtig auf die Blase. Die Schilder hier, Freunde, die Konzeptkarten, die müssen wir verändern. Und offensichtlich brauchen wir drei Stück, denn wir haben drei Sachthemen. Eines haben wir schon gesehen. Whee! Nur wie das Ganze zusammenpasst, weiß ich noch nicht. Vielleicht sind es auch fünf, die wir brauchen. Ich weiß es nicht genau. Hier sind sie. Kamera, Karte. Hallo Amerika. Ich bin's, Max. Denk daran, eine Stimme für mich ist eine Stimme für Wohlstand, Eifer und die Herrschaft meiner pelzigen, weißen, aber auch eisernen Faust. Vielen Dank. Den brauchen wir. Ein Stapel mit coolen Wahlkampfsprüchen. Blühende Landschaften. Ich bin ein Berliner. Ich hatte keinen Sex mit dieser Frau. Doch, aber ich habe nicht inhaliert. Okay, das kriegt man hin. Das sind nämlich schon drei Stück, das passt perfekt. Tja, das Wahrheitsserum brauchen wir bestimmt auch für Lincoln. Wahrscheinlich für die Rede, könnte ich mir vorstellen. So. Ich hatte keinen Sex mit dieser Frau. Okay, schauen wir mal. Es ist Zeit für die nächste Diskussionsrunde zwischen Abraham Lincoln und Max. Ich gebe also ab zu unserem völlig neutralen Moderator, Sam. Mr. Lincoln, ich möchte, dass Sie den Wählern erklären, wie Sie zu einigen umstrittenen Themen stehen. In Ordnung. So. Das hier vielleicht, oder? Wie stehen Sie zur Vereinbarkeit von Religion und Schule?
Ich hatte keinen Sex mit dieser Frau. Oh, die Diskussion nimmt durch die sinnbefreite Aussage von Kandidat Lincoln mehr und mehr den Charakter einer Beichte an. Zum Glück für ihn scheint das das Publikum nicht weiter zu interessieren. Okay. Wie wollen Sie das Problem der Endlagerung des Giftmülls lösen? Ich hatte keinen Sex mit dieser Frau. Lincoln hat soeben ein überraschendes, aber auch vollkommen zusammenhangloses Geständnis gemacht. Das Publikum ist offenbar verwirrt. Die Aussage hat sich allerdings nicht auf die Umfragewerte ausgewirkt. Okay, wir müssen irgendwie die Umfragewerte bewirken, umwirken, auswirken. Was weißt du nicht? Wie sehen Ihre Steuerpläne für den einfachen amerikanischen Bürger aus? Ich hatte keinen Sex mit dieser Frau. Lincoln hat das Publikum mit einer weiteren, gut gemeinten, aber sinnfreien Aussage verwirrt. Seinen Umfragewerten hat das jedoch nicht geschadet. Schade.